Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Jetzt hatte ich hier mal ein kurzes Stück weitergespielt und dann habe ich gesehen, dass der die Aufnahme nicht wirklich weitergeführt hatte. Der ist irgendwie abgerissen. Deshalb habe ich jetzt meine Save Games wieder rumkopiert, sodass ich das jetzt, dass ihr da keinen Teil verpasst. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich habe jetzt aber auch nicht viel gemacht. Ja, wie dem auch sei. Da brauche ich nicht hochklettern, da ist nichts. Das habe ich jetzt zumindest. Ich kann mir viele Sachen sparen, die ich vorher gemacht habe, die unsinnig waren. Da werden wir hinten reingehen. Hinten reingehen, später reingehen. Was ich jetzt noch machen werde, ist diesen Außenposten im Osten einzunehmen. Und ich werde hier noch gerade. Ja, das hier ist dieses Robco-Dingen. Da werden wir dann später hin. Und da kann man unten noch sehen, auf der Karte ist dieses Polizeigedönse. Da werden wir jetzt noch uns ein Tonband holen. Wupp. Ne. Karotte. Weg da. Da mal den Computer. Da gehe ich jetzt die Einträge mal durch. Da ist aber nichts. Wer sich das wirklich durchlesen will, der kann dann pausieren. Sieht aber wirklich nichts Interessantes. Dann haben wir hier das Holoband 6. Und das haben wir da. Wupp. Nachricht an Charlotte Wren. Meine liebe Mrs. Wren, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Nach unserer Zusammenarbeit im letzten Mai gehe ich aber davon aus, dass dem so ist. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie mit dieser Palette Buff-Out ein kleines Vermögen verdient. Und Woli hat 8 Jahre im Staatsgefängnis bekommen. Und deshalb habe ich mir gedacht, wieso wiederholen wir das Ganze nicht noch einmal? Wir beide lieben die gleichen Dinge. Geld und die Vernichtung von Personen, die uns in die Quere kommen. Zusammen werden wir sie alle ausmanövrieren. Boston wird ihnen offen stehen. Sollen sie doch Dame spielen. Wir spielen Schach. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Ja. Die ist doch vorher auch schon mal explodiert. Die Kronkorken nicht gefunden, dieses Mal schon. So, jetzt hatten wir das hier fertig. Jetzt holen wir uns das Ding da noch. Und das hatte ich halt vorher auch schon gemacht, bin da hingelaufen. Und die geben an einem eine Mission, die man quasi schon gemacht hat. Eigentlich. Entschuldigung? Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Was brauchst du? Was brauchst du? Wir haben ein Nest mit richtig fiesen Käfern hier um die Ecke. Wenn nicht bald jemand das Nest säubert, werden wir ein mächtiges Problem haben. Das wirklich Blöde an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedlung leicht alles wieder aufgebaut werden. Ich habe den Laden schon gesäubert. Ist das dein Ernst? Das sind großartige Neuigkeiten. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Dieses Partnerding ist schon verrückt.
Manchmal will ich einfach einen Stealth-Boy aktivieren. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass die wollen, dass man ganz in der Nähe, also durch die halbe Karte, dieses Bootshaus cleart. Abhauen. Naja. So, dann schicken wir einen weg. Karawane machen. Nehmen wir einfach den. Nach Country Crossing. Dann haben wir jetzt Zugriff auf alles. Schrottlagern. Achso, mit dem Honk können wir noch reden. Hey. Was ist los? Ammo? Ne, die nicht. So. Und lagern. Die halten wir mal. Ja. Und dann müssten wir das hier noch ausbauen. Die haben aber im Grunde alles außer Schutz. Das heißt, wir bauen den Schutz noch gerade. Nehmen wir Geschütztürme. Und da haben wir eigentlich von allem haufenweise außer Öl. Aber auch Öl haben wir noch genug. So, das sollte passen. Und dann kann ich hier auch erstmal eine Runde schlafen. Wieso das noch fremd ist, weiß ich nicht. Und dann gehen wir da in den Süden zu diesem Dingen. Und mehr hatte ich auch nicht gemacht. Denn da ist mir aufgefallen, dass die Aufnahme nicht läuft. Da war nichts. Da steht eine Power Armor drin, das ist eine X01, die ist an sich gut. Überraschend, dass du damit überhaupt gehen kannst. Aber ist halt nicht vollständig. Hey, klar, ich kann dir helfen. Ab- oder beladen? Munition. Mhm. Ja, so wahnsinnig viel Kapazität haben wir nicht. Das kann weg. Auch. Ja. Knister, Knister. Ich was höre. Wir werden anscheinend verfolgt. Ja. Oh.
Jemand da? Berner Friedhof. Nichts gewesen. Ja. Ja, und hier hatte ich mich auch schon grob umgeguckt, aber da ist absolut nichts. Da bin ich auch dann noch hingeschwommen, da ist auch nichts. Das heißt, da geht's jetzt als nächstes rein. Allerdings sollte ich ja erst nochmal Red Away nehmen. Das passt schon. US Army, Fort Strong. Na dann. Da werden wahrscheinlich hier jetzt auch die Mutanten drin sein, nehme ich an. Jo. Wenn ich hier aufhöre, vermittle ich Putzfrauen. Bedarf ist wirklich vorhanden. Geräusch da! Was das sein? Oh, ich hab keinen schwachen Mann. Okay, bleiben wir erstmal unten. Da was sein? Hallo? Nichts da was sein? Ich bin ja, ich will deine nervös machen, aber ich glaub, wir sind nicht allein. Jetzt wird der Spaß los. Heute kein Kampf. Hier aha. Seit langer Zeit niemand mehr. Private Mornahans Holoband. Angeblich hat die Armee heute Morgen mit dem Entladen der ersten M42-Lieferung angefangen. Ich kenne dieses wunderbare Spielzeug bisher nur auf dem Papier, also haben Private Bertram und ich uns dorthin geschlichen, um einen ersten Blick darauf zu werfen. Als ich gehört habe, dass die Eierköpfe einen tragbaren Atomraketenwerfer entwickeln, dachte ich, die sind doch krank. Aber die haben es tatsächlich hinbekommen. Und nachdem ich das Gerät jetzt mit eigenen Augen gesehen habe, denke ich, dass es reichen könnte, den Kriegsverlauf zu unseren Gunsten zu wenden. Ich meine, der Blick auf den Gesichtern unserer Feinde, wenn wir mit diesen Dingern über Anchorage abspringen. Die werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ja, da bin ich mir nicht mehr sicher, was da bei Anchorage genau passiert ist. Das habe ich zwar auch mal gespielt, das war eine Erweiterung von Fallout 3. Ich glaube, es war eine Simulation, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber ich habe auch keine Ahnung mehr, was da passiert ist. So, ja, das hier. Oh, das ist ein besonderer. Nicht hinsehen, aber ich glaube, wir werden beobachtet. Bald ich dich finden, Mensch. Bis oben. So dreckig kriegt das nur ein wahrer VPC. Ich bin fast beeindruckt. Ah, na, Jünger. Jünger ist gut, aber zwei Glück ist. Ich glaube, wir werden beobachtet. Ja. Deacon hat das gefallen.
Es dauert lang, bis sich so viel Dreck ansammelt. Woher kommt der ganze Staub eigentlich? Von den Staubfeen? Von den Staubfeen, genau. So, knacken wir das Ding. Das wär's. Gut, das Geld hätten wir jetzt nicht gebraucht, aber... Ah! Ausgezeichnet. Who goes here? Dauer beim Schleichen schwerer zu entdecken. Ja. General Brooks Bericht, Juni 2075. Heute ist das Kommando von Fort Strong auf mich übergegangen. Ich freue mich schon, der US Army beim Testen ihrer experimentellen Waffensysteme in unserer Anlage behilflich zu sein. Die Männer haben auf meinen Befehl hin die Insel bereits für die Tests vorbereitet, die alte Kaserne abgerissen und eine simulierte Stadt errichtet. Da wir den Feind an einer urbanen Front bekämpfen werden, ist es meiner Meinung nach am besten, diese Waffen an zivilen Gebäuden zu testen. September. Wir haben eine neue Lieferung T-51B Power-Rüstungen getestet, die von den Technikern der Army gerade fertiggestellt worden sind. Ich bin von dem umfassenden Schutz beeindruckt, den sie unseren Soldaten bieten, während sie ihnen gleichzeitig große Mobilität ermöglichen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass den Soldaten das Springen in diesen Dingern immer noch schwerfällt. Wegen des Gewichts des Anzugs fallen sie bei ihren harten Landungen häufiger um. Die Jungs von der Wartung haben sich das mal angesehen und sie schlagen vor, ein Gyroskop und Stoßdämpfer in den unteren Torso einzubauen. Ich werde dies nach oben weitergeben und sehen, ob ich Washington dazu bringen kann, die Extrakosten für die Modifizierung auszugeben. Die Situation im Ausland spitzt sich zu, deshalb hat Washington uns angewiesen, die Projektlaufzeiten zu halbieren. Ich habe sie auf die dadurch entstehenden Gefahren hingewiesen, doch wir scheinen keine große Wahl zu haben. Ich habe mich entschlossen, meine Mitarbeiter im Team Alpha und Team Bravo aufzuteilen, sodass wir an zwei Projekten gleichzeitig arbeiten können. Dadurch arbeiten zwar weniger Leute an einem Projekt, aber ich bin überzeugt, dass wir den neuen Zeitplan trotzdem einhalten können. Ich werde Team Alpha an der Power-Rüstung und Team Bravo an den neuen M42 Fatman-Werfern arbeiten lassen. Team Alpha hat gerade den ersten Schwung T-51B-Anzüge an die Front nach China geliefert. Den Berichten nach zeigen die Anzüge eine bessere Leistung als erwartet und fressen sich durch feindliche Panzer und Rüstungen, als ob es Papier wäre. Wie sollen sich Rüstungen durch... Na egal. Angeblich ergeben sich einige feindliche Truppen sogar, wenn sie die Power-Rüstungstruppen mit ihren 5mm Miniguns auch nur sehen. Sieht ganz so aus, als hätte sich Team Alpha eine Ausgangserlaubnis fürs Wochenende in Boston verdient. Dezember. Team Bravo hat gerade damit zu kämpfen, dass das abgefeuerte Geschoss des M42 nicht weit genug fliegt. Das Problem liegt darin, dass der Gefechtskopf nach wie vor zu schwer ist, um die erforderliche Distanz zurückzulegen. Unsere simulierten Soldaten bekommen immer noch zu viel Strahlung ab und erleiden Verbrennungen durch die Explosion. Einer der Techniker hat den radikalen Vorschlag gemacht, eine kleinere Sprengladung zu verwenden, um das Geschoss schneller aus dem Werfer zu katapultieren. Seine Berechnungen klingen vernünftig, also werde ich es ihn versuchen lassen. 77. Nach einigen Rückschlägen und dem Verlust eines Testtrupps haben wir die Feuervorrichtung des M42-Werfers endlich perfektioniert. Washington hat mich gedrängt, dieses Projekt zum Abschluss zu bringen, doch für eine so wirkungsvolle Waffe wollte ich mir ausreichend Zeit nehmen. Wir haben die Werfer zum Lager in Mississippi geschickt und warten nur noch auf den Befehl, die Gefechtsköpfe dorthin zu verschiffen, wo sie gebraucht werden. Hoffentlich sind wir diese Atomraketen noch vor Ende des Monats los. Ich fühle mich nicht wohl, nur wenige Meter über einer Menge von Atombomben zu schlafen, die die gesamte Insel ausradieren könnten. Ja. Kein Safe knacken. Okay. Aufmachen. Den hat man ja geknackt. So rum. Tja, hier ist nichts. Die hatten wir noch nicht. Moment.
Na gut. Können wir denn da jetzt hoch? Wer getötet ist ja jetzt auch schon alles. Ja. Aber da ist absolut gar nichts. Doch, da ist eine Tür. Oder auch nicht. Ja, das war dann deutlich kürzer als gedacht. Fort Strong. Naja. Aber der meinte, dass die auf Atomraketen sitzen. Das heißt, da müsste doch irgendwo so ein Bunkereingang oder sowas nach unten sein. Oder sehe ich das falsch? Hier ist auf jeden Fall nichts zu sehen, was darauf hindeuten würde. Doch, Unterebene. Ist ein Aufzug, aber wie kommen wir da hin? Ist natürlich auch denkbar, dass wir hier später nochmal zurückkommen und dann weitere Möglichkeiten haben. Weil da ist ja auch kein Gang oder so. Das ist einfach quasi 100% blockiert. Es wäre natürlich denkbar, dass wir diese Unterebene auch von draußen erreichen. Dann müssen wir jetzt uns hier draußen mal genau umsehen. Ist ein Teddybär, der da rumfliegt? Ja. Ist aber nichts, was irgendwie nach einem Eingang aussieht. Da ist nichts zu sehen.
Naja, also ich vermute, dass man hier später nochmal hingeschickt wird. Und dass dann diese Blockade weg ist. Da ist nichts. Ja. Puh, dann gehe ich erstmal wieder. Das ist dieser große Flattermann, der ist bei dem Flughafen dort. Das hier wäre dann die letzte Polizeistation, dann hätten wir alle. Das werden wir aber später machen. Jetzt gehen wir erstmal zurück nach County Crossing und dann werde ich mal da den Begleiter austauschen und Ada mitnehmen. Und dann werden wir mal den Mechanist zerbrutzeln. Ja, oder ich fange hier jetzt erst nochmal an, weil das Mechanist, das wird wohl länger dauern. Das würde ich dann lieber im nächsten Teil machen. Ich weiß aber nicht, wie viel das da ist. Das könnte auch ein bisschen mehr sein. Munition können wir immer gebrauchen. Naja, gucken wir uns hier mal um. Splittermine. Ich sehe schon, das war nicht die einzige. Wir werden anscheinend verfolgt. Latsch. Narz. Libertalia. Hole ich mir das auch noch auf. Libertalia. Billard-Dreieck hätten wir vielleicht nicht gebraucht.
Dann ziehe ich mich jetzt wohl zurück. Naja, mach du. Also bestimmt eine Tür. Ja. Oh, toll, sind wir drin. Da fährt eine Gondel hin und her. Schießboden schießen. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Jing. Gut, gehen wir mal weiter. Zeig dich. Los, wenn du dich traust. Zeig du dich, du Honk. Käufer. Müssen wir wieder ein bisschen was wegwerfen. Ja, es ist zwar sehr schade. Aber es ist zu schwer. Da ist auch noch einer. Toller Weg. Hey. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Da ist nichts mehr. Wasser, anständig zielen. So, wir sind gestiegen. Dann machen wir da noch einen.
ist schon nicht klein hier. Nur verfickte Feiglinge verstecken. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Mhm. Das eine ist ein besonderer. Ich will dich nicht nervös machen, aber ich glaube, wir sind nicht allein. Ist dein Arm in Ordnung? Ja. Dafür ist es ja da. Ist doch eigentlich mein Job. Noch eine Granate. Weg. Hm. So, dann gehen wir mal hier rüber. Das ist ja, das sah ja ein bisschen größer aus. Naja, es ist zwar auch größer. Dann gucken wir mal, ob hier was Sinnvolles drin ist. Cool. Mhm. Leading 4, Beating 4, Sparing. Also. Okay, Turmsteuerung. Ist alles egal. Hm. Hey. Hast du gerufen? Mal sehen, was ich in den Taschen habe. Na, er hatte noch Sachen, die man wegwerfen kann, glaube ich. Ja. Ja, vor allem wegen die hier, die Kampfgewehre. Kampfgewehr, Schießgewehr. Okay, alles rüber. Munition. Schrott darfst du auch haben. Und dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Lasergewehr halte ich jetzt erstmal. Hier können auf jeden Fall weg. Das auch. Ups. Shit. Hoch. Bin ich eben hier gar nicht gewesen, oder?
nur im oberen Stockwerk gewesen. Na gut, hier unten ist... Na. Blutsack. Gründerisch. Ist auf jeden Fall schon ein architektonisches Meisterwerk. So, hier bin ich schon gewesen. Open. Rhineland ist kein Mythos. Eine Menge Ammo. Gegen eine Schlafmöglichkeit hätte ich aber auch nichts einzuwenden. Ha! Nee. Das ist ja... Ne. Wo war denn der Elite? War der nicht hier? Kann natürlich auch sein, dass der irgendwo runtergefallen ist. Wird man den nicht mehr finden. Experte. Geschafft. Nimm dies, Schloss. Jawohl. Verbessertes. Wie schön. Eine Kryomine. Splittergranate. Ja. Stimpaks habe ich ja jetzt auch schon eine ganze Menge gefunden. War denn der? Ist der eine? Klar, das war der, war rechts und der andere war, glaube ich, weiter links. Nicht, dass er so weit oben war.
Dann schätze ich eher, dass der runtergefallen ist. Oder ist der das? Nein, der ist zwar noch nicht gelootet, aber der war das nicht. Ja, das war's dann. Wir haben noch das große Ding da hinten. Da gibt's auch anscheinend dann keinen direkten Weg zu. Da muss man ein bisschen schwimmen. Ich jetzt mal, dass ich so nah wie möglich rankomme. Ah, na doch. Da bin ich auch noch nicht gewesen. Mit dem Lift könnten wir dann rüberfahren. Dann machen wir das doch. Verstecken vor mir. Das ist doch scheiße. Was zum Teufel war das? Könnten ein bisschen Wasser gebrauchen. Sturmgewehr, brauchen wir nicht. Da geht's nach oben. Oder auch nicht. Eine Ebene nach der anderen. Ich weiß, dass du hier bist. Ich werd verrückt, ich schwör's. Ja, das war's dann wahrscheinlich. Da haben wir auch eine Schlafmöglichkeit. Fleisch und Bohnen. Das würden nicht mal Plünderer anrühren. Aber ich. Da geht's noch weiter nach oben. Und das noch. Da muss doch irgendwo noch ein Heftchen sein. Oder ein Bobblehead. Bobblehead nehme ich auch. Mini-Atombombe, ja. Hey du. Aufgepasst. Was mir gehört, gehört auch dir. Munition. Okay. Ah ja, verdammt, da ist das Buch. Ja. Doch, beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Okay.
Ja, und damit sind wir hier quasi fertig. Da haben wir noch einen Safe. Geh mal nach links. Das wär's. Noch weiter nach oben. Oha, noch eine Kabine des Kapitäns. Na, das machen wir doch dann auch noch. Aber dafür werde ich hier erst einmal schlafen. Nicht, dass da noch was drin ist, was mich dann umbringt. Das wäre nicht so cool. Na, sieht leer aus. Steiger. Geschafft. Wires Terminal. Clean. Null. Right. Eins. Ich klicke da jetzt einfach drauf. Mehr Haarklammern, natürlich. Le Fusil Terribles. Ausgezeichnet. Aha. Ja. Vermutlich eine ganz nette Shotgun. Müsste ich jetzt mit den anderen Sachen vergleichen. Ich meine, es ist auf jeden Fall cool, dass die hier so eine Waffe reingebaut haben. Als so eine besondere Belohnung, aber das Ding, was ich habe, ist einfach viel zu gut. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen overpowered gut. Ja. Aha. Mal, dass wir noch ein bisschen Schrott wegpacken. Diese Maschinenpistole zum Beispiel. Ach, sehr gemütlich. Wie schön. Mhm. Mai 2282. Da wären wir also, unser neues Zuhause. Wir haben nur einen von Andersons weniger nützlichen Zehen verloren. Ansonsten gab es kaum Probleme dabei, die Meyerlurks aus diesen alten Pötten zu vertreiben. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, was wir als nächstes tun sollen. Kaum einer von uns erinnert sich noch an das Leben vor den Minutemen. Aber es war General Becker, der die Jungs zusammengehalten hat. Jetzt ist er tot und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Milizen bekriegen werden. Da habe ich keine Lust drauf. Aber wir können etwas aus dem Laden hier machen, da bin ich sicher. Außerdem gibt es keinen anderen Weg. November. Wir verbrauchen deutlich mehr Lebensmittel als geplant. Die Leute haben Hunger. Wir haben das Essen zwar rationiert, aber die Späher müssen bald etwas finden, sonst bekommen wir Probleme. Ich habe Anderson und Williams heute erhängen lassen. War nicht schön. Unsere besten Schützen zu exekutieren, aber es musste getan werden. Ende letzten Monats haben sie Vorräte und Essen gefunden. Wir waren am Verhungern, also habe ich nicht gefragt, wo das Zeug herkam. Heute haben wir dann Besuch von den Wachen aus Bunker Hill bekommen. Wie sich herausstellt, haben meine Jungs Karawanen überfallen und uns mit der Beute durchgefüttert. Ich habe den Wachen mein Wort gegeben, dass ich die Jungs gerecht bestrafen würde und ich halte mein Wort. Aber von Gerechtigkeit werden meine Leute leider trotzdem nicht satt. Februar.
Scheiße, es reicht. Eine weitere Karawane hat meine Jungs beschissen. Diese Söldnerkacke, zu der wir gezwungen sind, lohnt sich nicht, wenn die Dreckskerle nicht bezahlen. Ich habe versucht, die Händler im Bunker Hill zu überzeugen, uns zu helfen, uns was zu essen zu geben. Aber sie sind hart geblieben. Sie stecken da mit drin, da bin ich sicher. Nein, es reicht. Heute werden meine Jungs und ich ein Exempel statuieren. April. Vier neue Rekruten heute. Meinten, sie hätten gehört, dass die Raider in der Bucht eine Menge Kronkorken an Land holen. Raider. So haben sie uns genannt. Und sie liegen damit nicht falsch. Wir machen echt eine Menge Kohle. Bunker Hill, die Karawanen, die bezahlen uns, damit wir nichts tun. Sie in Ruhe lassen. Seit wir die Minutemen verlassen haben, ging es uns nie besser. General Becker würde kotzen, wenn er uns jetzt sehen würde. Aber er ist tot. Und wir sind noch am Leben. Ich habe keine Lust mehr zu schreiben. Ja. So viel dazu. Gehen wir wieder raus. Und dann können wir hier auch erstmal wieder weg. Commonwealth. Ja. Das Symbol habe ich sonst auch nicht gesehen. Dann fehlen jetzt nur noch die beiden Sachen hier oben. Und natürlich das hier und das hier unten. Naja. Dann werde ich jetzt. Normalerweise bin ich kein Freund von Gemetzel, aber das hier macht Spaß. Ich genieße den Augenblick. Da läuft einer mit einer Power Armor rum. Wo ging's denn hier runter? Ja. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schatten. Bist denn du Pappnase? Krieg dich mal wieder in den Griff. Scheiße, was war das? Ah. Keine Ahnung, wo der da jetzt ist. Komm her! Hey, wer ist da? Zeig dich! Das klingt so, als wenn er hier wäre. Okay, was soll der Scheiß? Wer ist da? Ah, okay. Da geht's also noch weiter nach oben, aber wie? Da ist nichts, was nach oben geht. Nein, den kann ich da umpusten, wenn er nach vorne kommt, aber... Ja,
Oder habe ich da was übersehen? Dass es hier noch einen Ausgang gab. Ah ja, okay. Tatsächlich. Kaputt. Du bist wirklich gründlich, Mann. Bist du das? Da haben wir noch einen Computer. Nur übers Terminal. Oha! Und Meister. Absolutely. Definition. Self-Steuerung. Mhm. Dann muss da aber was richtig Tolles drin sein, oder? Geht so. Naja, okay, ich sehe schon, wo wir wieder was aufbauen müssen. Bett haben wir jetzt hier oben nicht. Gut, dann mache ich hier einen Schnitt und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Dann werde ich nach Westen zurück, nach County Crossing, den Begleiter mit Ada austauschen, dann das hier kaputt machen, den Rest erkunden, wieder zurücklaufen und dann... wahrscheinlich mal langsam nach Norden weiter... Die Dämpfungsspule, das ist glaube ich für fahrbar gewesen. Ey gut, aber das der ist erstmal das mittelfristige Ziel. Achso, wir könnten natürlich auch das da noch abgeben. Aber das macht eigentlich jetzt hier keinen Unterschied, ob wir das da machen oder nicht. Und das danach abgeben oder davor abgeben, also. Gut, also das hier wird als nächstes in Angriff genommen. Bis zum nächsten Mal.